Dienstagmorgen an der Castroper Straße. Vor wenigen Stunden hat Peter Neururer erfahren, dass er nicht länger Trainer des VfL Bochum sein wird. Sportvorstand Christian Hochstetter äußert sich zu den Hintergründen, die nichts mit der sportlichen Entwicklung zu tun haben. Ja, gut, die Tatsache, dass der Trainer in den letzten zwei Tagen einem Spieler das Recht zugesprochen hat, das höchste Gremium in diesem Verein zu kritisieren, im Sinne dessen, dass er sagt, der Anne Lute darf da sagen, das ist aus meiner Sicht vereinschädigend und das können wir nicht dulden. Das finde ich auf keinen Fall als ein Scheitern, sondern es ist ein notwendiger Schritt gewesen. Dass es nicht angenehm ist, da mache ich keinen Hehl draus. Ich hätte gerne mit Peter Neururer weitergearbeitet, aber wie gesagt, was wir gerade schon besprochen haben, es hat eben Ereignisse gegeben, die uns dazu veranlasst haben, diesen Schritt zu gehen. Bis zum Winter wird das Team des VfL von Frank Heinemann und Dimitrios Gramotzis betreut. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Also grundsätzlich haben wir uns mit einem neuen Trainer nicht befasst, das muss ich ganz offen sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich mein Job, wenn der Vertrag meines Trainers im Sommer ausläuft, sich umzugucken, was wäre wenn, ist logisch, das ist meine Aufgabe, aber dass ich mich jetzt mit einem Trainer schon beschäftigt hätte, als Nachfolger von Peter Neururer, dem ist nicht so. Natürlich hat man Trainer oder Kandidaten im Kopf, die man logischerweise auch gesehen hat und vielleicht auch die Art und Weise, wie sie haben Fußball spielen lassen, gut findet. Aber im Endeffekt sind wir so, dass wir heute uns entschieden haben, uns von Peter Neururer zu trennen. Und ab heute beginnt eben dann die Suche nach einem neuen Trainer. Reviersport. Ehrlich, echt.